Das Stammtischgeflüster des TSV Birkenau wird präsentiert von Café Florian aus Weinheim, unser Gastronomiepartner an der Bergstraße. Dritte Ausgabe hier im Café Flo. Dass es gemütlich ist, hat sich schon rumgesprochen. Jetzt seid ihr gleich zu zweiter. Jonas, Timo, wie kam es überhaupt dazu? Ich würde sagen, wir prosten erstmal und dann dürft ihr mir das erzählen. Prost, Prost. Ja, ich habe mich mit dem Seppel unterhalten, was wir denn bezwecken wollen mit dieser Ausgabe immer im Facebook oder mit diesen Ausgaben im Facebook. Und dann ging es halt einerseits darum, ein bisschen was über das Sportliche zu erfahren, aber andererseits auch ein bisschen in die Mannschaft reinschauen zu können. Und ich denke, wenn man dann zu zweit hier ist, kann man auch ein bisschen besser interagieren. Und auch so ein paar Nettigkeiten kommen dann mal zum Vorschein. Weil an sich finde ich schon, dass wir eine coole Truppe sind. Und deshalb war meine Idee, das einfach zu zweit zu machen. Und das haben wir jetzt ja realisiert. Ja, du hast sofort gesagt, als ich gemeint habe, wen könnte man noch mitnehmen? Ey, wir nehmen Timo mit. Weißt du, wie er auf dich gekommen ist so schnell, oder? Ja, also ich denke, ist dadurch einfach gekommen. Also Jonas und ich verstehen uns schon immer gut. Ja, seitdem ich Gegner bin, bin ja damals von der 1B in die erste hoch. Und Jonas war immer so ein Mentor, eine Person, an dem ich ranreden konnte. Und wir haben ja auch vor dem Spiel haben wir so unser Ding einfach, indem wir als so Trickwürfe von PW da machen und ich dann halt als, ich sag mal, einmal der Dreher gegen die Hand und einmal der durch die Beine, der muss halt vom Spiel, dann wird es ein gutes Spiel heute und die Hände halt einfach näher. Und das ist auch einfach sein, ne? Also Torwart wirst du eine Meldung. Ja, vielleicht beim Fußball, ich bin ja gerade mit dem VfR letztes Jahr aufgestiegen, aber im Handball nicht mehr. Ja, okay. Ja, ihr kennt euch auch schon eine ganze Weile. Wie lange kennt ihr euch jetzt? Ja, so arg lang ist es jetzt nicht. Es sind jetzt 5, 6 Jahre, wo du nach Birkenau gekommen bist. So wenig ist jetzt auch nicht. A-Jugend. Erstes Jahr A-Jugend, da bin ich dazugestoßen. Ja. Damals zum Seppel, wo er noch mein Trainer war. Ja, ja. Und dann bin ich, seitdem kenne ich Jonas dann. Ja. Gut, ich habe jetzt halt wenig gesagt, weil ich einfach den Vergleich sehe, wenn ich überlege mit Gerrit, mit dem Kinchi und mit dem Stefan, die kenne ich halt schon seit der D-Jugend. Ja. Und es halt dann einfach nochmal 4, 5, 6 Jahre mehr und deshalb ist halt der Vergleich dann natürlich weniger. Ja, aber es ist schon allein, dass ihr schon sagt, ja gut, so lange kennen wir uns noch nicht, 5, 6 Jahre, ne? Da merkt man schon, dass das Team auch einfach sich schon Ewigkeiten kennt, die euch alle in- und auswendig kennen und so. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, gerade als du jetzt so ein bisschen auch mit den Händen so ein bisschen agiert hast, ich habe dich sonst eigentlich immer nur in der Halle gesehen oder oft in der Halle gesehen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich dich mal mit ganz normalen Fingern und nicht mit Tape um den Fingern um die Finger sehe. Wie kam es überhaupt, dass du immer komplett zugetaped bist? Ja, das Problem ist, ich hatte als Kind Neurodermitis an den Händen und dadurch ist meine Haut extrem weich geworden. Weiche Haut, Harz und Ball verstehen sich jetzt nicht so extrem gut. Dadurch ist halt bei der Wurfbewegung, zieht es mir halt immer die Haut ab, was dann zu Blasen führt. Was dann auch, irgendwann ist die Blase dann auch weg und dann ist man halt auf dem Fleisch und es ist nicht so extrem angenehm. Deshalb muss ich mir das halt leider abtapen. Es war früher, die letzten Saisons waren es nur die zwei, aber das hat sich irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß nicht, es hat sich ein bisschen ausgeweitet durch die Pause jetzt im Sommer und mittlerweile sind es leider alle Finger. Führt dazu, dass ich halt vorm Training immer 10 bis 15 Minuten da sitze, mir die Finger tapen muss und Unmengen an Tape-Rollen verschwende. Ja, gibt's da dann auch von euch Kollegen ab und zu mal so ein, komm, geh du mal in die Kabine, du brauchst eh wieder Ewigkeiten, oder kommt da mal so ein blöder Spruch bei ihm, oder? Ja gut, also dieser blöde Spruch jetzt direkt nicht, aber was auf jeden Fall gut ist, wir haben immer Tape, weil Jonas hat Tape. Der Tape-Beauftragte. Genau, also vorm Training ist es so, dass der Jonas immer Tape hat. Vorm Spiel ist es so, wenn einer die Tape-Rolle sucht, dann, man weiß eigentlich, vielleicht ist der Jonas auch gerade gar nicht in der Kabine, aber jeder ruft, ey Jonas, gib mal das Tape. Das ist einfach unser Tape-Typ. Mein Nachteil ist, dass halt auch immer, wenn irgendwas mit Tape irgendwo in der Ecke liegt oder in der Kabine oder unter der Bank, ich halt auch immer der Schuldige, der es da hingeschmissen hat, ja? Dass sich 5 andere Leute auch noch tapen, halt nicht in dem Ausmaße, weiß natürlich keiner. Ja? Und dann war es auch mal so, dass halt eine Beschwerde kam von den Leuten von der Geschäftsstelle, die ist natürlich auch berechtigt, wir haben unser Tape da halt wahrscheinlich einfach so hingeschmissen. Und wer war natürlich der Schuldige? Ah, der Böhm war das wieder, ja? Und ja, du bist dann immer so der Buhmann, ja, der Sündenbock, ja, das ist dann, also in Sachen Tape zumindest. Ja.
Warte, er ist vielleicht manchmal auch so ein bisschen absichtlich, dass er sagt, komm, wir schmeißen es hin, dann kriegt er wieder ja, nee, der ist auf keinen Fall. Also ich denke... Sagt er jetzt. Sagt er, weil du dabei bist. Darf er nicht sagen. Ja, ja, wir schmeißen es. Ja, klar. In seine Richtung, wo seine Tasche hinterlegt. Ja, ja, ihr habt es jetzt vorhin schon kurz thematisiert, man merkt es auch bei euch, ihr kennt euch unheimlich lang, ihr kennt das Team auch an sich unheimlich lang. Im Endeffekt hat man das Gefühl, es ist so ein ganz eingeschworener Haufen. Jetzt ist noch ganz viel außenrum gekommen, auch mit dem Seppel, der zurückkommt, unheimlich viel im Führungsteam. Der Fusch, der Hansi, die haben ja auch schon alle irgendwie mal in Biergenau gespielt und auch ein paar von außerhalb, jetzt dann auch mit Flo als neuer Hallensprecher und so, der da dann auch mit reinkommt. Unheimlich viel passiert außenrum. Kriegt ihr das als Mannschaft auch so mit oder ist es so, okay, wir sind jetzt immer noch der Stamm und passiert halt ein bisschen was außenrum oder ja, kommt da nochmal ein Ruck durch die Mannschaft? Also auf jeden Fall merkt man, dass was passiert. Mhm. Und zwar merkt man das richtig gut und dass auch viel passiert. Und es tut auch einfach gut, das zu spüren, ja, dass außenrum was passiert. Das tut einfach gut, man kommt mit besserer Laune ins Training, bessere Laune zum Treffpunkt beim Spiel. Und es ist einfach wichtig, so ein Umfeld zu haben, das hinter einem steht. Und dadurch kommt dann auch der sportliche Erfolg einfach. Und dadurch, dass das Team wirklich aus Leuten besteht, die eine Bindung zu Biergenau haben, teilweise auch nicht die direkte Bindung haben, passt einfach die Chemie da. Und ja, deswegen denke ich einfach, das tut gut und hilft uns allen weiter, auch als Spieler. Also ich persönlich habe ja immer schon einen relativ engen Draht zur Führungsebene, dadurch, dass mein Vater halt auch im normalen Verein im Vorstand ist. Und da fällt mir das halt dann noch extremer auf, dass da jetzt so ein großes Team entstanden ist, was ich nicht für möglich gehalten habe. Also ich kann auch dem Seppel da nur noch 100-mal danken, dass es wirklich geschafft hat, da Leute zu motivieren, die in Biergenau schon ewig, also der Hansi hat ja sein ganzes Leben lang in Biergenau gespielt, der Fusch war mal kurz in Großsachsen, also kurz 3-4 Jahre, ja. Aber ist auch wieder zurückgekehrt, ja, und da sieht man, dass das Herz halt dann doch für Biergenau schlägt. Ja. Dann der Udo, der komplett extern dazugekommen ist, also insgesamt stellt es die Mannschaft, glaube ich, extrem fest, dass da was passiert. Das nimmt man extrem positiv auch, dass man sieht, dass nach dem ersten Heimspiel alle zusammen ins Schabernack gegangen sind mit Management, dass da richtig die Bude abgerissen wurde. Das zeigt einfach, dass es Spaß macht, daran zu arbeiten und ich kann es wirklich nur als sehr, sehr positiv empfinden. Ja. Gut, jetzt haben wir am Freitag das nächste Spiel. Danach sind wir wieder hier, nicht im Schabernack, diesmal sind wir hier ins Café Flo, im Café Flo verabredet. Und dann stoßen wir hoffentlich wieder an auf einen Sieg. Ne? Prost. Ich wünsche euch was. Prost. Das Stammtischgeflüster des TSV Biergenau wurde präsentiert von Café Florian aus Weinheim, unser Gastronomiepartner an der Bergstraße.